Ja, hallo und herzlich willkommen. Drei Eigenschaften, die du unabdinglich benötigst, um erfolgreich zu sein im Aufbau deines Geschäfts, egal welches Geschäft da draußen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Thomas Klein, spezialisiert auf die IT-Branche, Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses. Generell aber, egal was du da draußen machst, egal mit welchem Business du durchstarten möchtest, egal mit welcher Selbstständigkeit, ob als Freelancer oder Unternehmer mit schon ein paar Angestellten oder Freelancern, die dir zuarbeiten, selbst als Angestellter, sogenannter Unternehmer im Unternehmen, letztendlich diese drei Eigenschaften werden dir auf jeden Fall weiterhelfen, wenn du diese besitzt. Andersrum gesagt, wenn du Selbstständiger bist und hast eine dieser drei Eigenschaften nicht, ganz besonders in der Neukundengewinnung. Und alles startet mit der Neukundengewinnung, denn ohne Kunde gibt's kein Business, okay? Alles andere ist erstmal scheißegal, muss ich echt so sagen. Und ganz besonders Online-Marketing. Ja, wir bieten auch Online-Marketing unseren Kunden an, da habe ich aber meine Experten. Ja, auch ich habe über 10 Jahre lang ausschließlich nur Online-Marketing gemacht, da war ich als SEO, SEA-Consultant unterwegs, auch international. Ja, häufig war die Gewichtung mehr auf SEO als wie SEA. Aber letztendlich, wir schreiben jetzt das Jahr 2023, fast schon 2024, und da gelten immer noch die gleichen Regeln, was die Neukundengewinnung betrifft. Face-to-face, per Telefon, LinkedIn, egal was du machst. Und diese drei Eigenschaften, die ich jetzt hier gleich an die Tafel schreiben werde für dich, mein Lieber, wenn du die dir so, sagen wir mal, wirklich quasi irgendwie die an die Wand hängst, ja, also das wirklich ernst nimmst, was ich hier sage, dann kann es gar nicht sein, dass du nicht erfolgreich wirst, ja. Also, wir schreiben jetzt hier mal die drei Eigenschaften an. Okay. Diese drei Eigenschaften, mein Lieber, sind so banal, aber auch genauso wichtig wie banal. Es geht damit los, dass du erstmal mutig sein musst. Ich habe immer wieder Leute, die auch bei mir als Coachie, ich habe jetzt auch ein Coaching-Programm, okay, das ist in der Regel One-on-One, aber jetzt bin ich gerade dabei, auch so eine Akademie aufzubauen, wo ich auch One-to-Many mache. Ja, es ist letztendlich so, dass ich auch schon ein fortgeschrittenes Alter habe und meine Zeit ist begrenzt und ich habe noch sehr viel vor und deswegen muss ich mich leider auch ein bisschen leveragen. Ich glaube, es ist ja gut, ist halt einfach so. Und Mut, du glaubst es gar nicht, wie viele Leute, die eigentlich ganz mutig sind, wenn sie so durchs Leben gehen, keine Ahnung, die haben kein Problem mit einer Frau anzusprechen, die haben kein Problem mit ihrem Chef in den Clinch zu gehen, wenn es um eine Gehaltserhöhung geht, die haben überhaupt kein Problem. Egal wo, aber wenn es darum geht, einen Telefonhörer in die Hand zu heben, ja, hier, und eine verdammte Nummer einzuwählen, ja, und irgendeinen Entscheider anzurufen oder einen potenziellen Kunden, einfach irgendeine fremde Person anzurufen und dem von deinem Produkt zu erzählen, beziehungsweise ein paar Fragen zu stellen, um herauszufinden, ob eventuell das der richtige, ob er in deine Zielgruppe passt oder egal welche, wo du gerade stehst, ob du jetzt gerade noch Zielgruppendefinition machst oder schon konkret Wiedervorlagen hast oder was auch immer. Aber einfach ein ganz banales Telefonat zu führen, das kriegen manche nicht hin, da fehlt ihnen der Mut. Deswegen, mein Lieber, Mut ist die Mutter der Porzellankiste. Und weil es so wichtig ist, mal in roter Farbe hier, ja. Erstens, Mut. Und ich möchte, dass du dabei immer an kleine Kinder denkst. Ich war jetzt gerade wieder ins Office hier in der S-Bahn und da waren zwei so kleine Kinder, sondern ein Vater. Wir haben heute Sonntag, die waren auf dem Weg zum Kino. Ich habe mich denen ein bisschen unterhalten. Gleich schon mal auch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn du Probleme hast mit der Kaltakquise, fang einfach mal an in deinem kompletten Leben, sei es privat, geschäftlich, kann man sowieso kaum trennen als Selbstständiger, einfach mit fremden Leuten zu quatschen. Ideal in der S-Bahn ist ein genialer Punkt. Ja, also ich meine, da sitzen Leute, die müssen da jetzt sitzen und die sind verhaftet, dort zu sitzen. Du weißt es doch. Also wenn man zum Beispiel verreist in Urlaub oder sowas, dann kommt man immer mit Leuten in Gespräch, weil man einfach sehr viel Zeit irgendwo im Zug oder sonst wo verbindet oder im Flughafen oder sonst wo halt verbringt. Ja,
Und nimm das einfach tagtäglich als Routine. Rede jeden Tag mindestens 3-mal oder 5-mal oder 10-mal mit irgendeiner fremden Person, mit der du vorher im Leben noch nie gesprochen hast. Und irgendwann wird das so zur Routine, dass du irgendwie einfach einen Hörer in die Hand nimmst, irgendwelche fremden Leute anrufst und von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung erzählst, das ist es wie nix. Ja? Also, Mut ist das Allerwichtigste und ich bin selber immer wieder überrascht, also wie mich quasi bei mir Leute aufschlagen, die dann bei mir ins Coaching kommen oder auch als Kunde, denen halt einfach der Mut fehlt. Okay, das Zweite, und das ist fast noch wichtiger wie Mut, das ist relativ schnell durch Übung, ist es drinnen, ja, und dann hast du das Problem nicht mehr. Das Zweite ist, machen wir mal hier grün wie die Pflanze, ja, das Zweite ist Ausdauer. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute, und ganz besonders so diese Unternehmertypen, das sind ja meistens auch die Typen, die sich dann irgendwie selbstständig machen und einfach ungeduldig sind. Ja, ich bin auch extremst ungeduldig. Aber gleichzeitig ist Ausdauer die zweite Eigenschaft, die du wirklich brauchst. Wenn du keine Ausdauer hast, würdest du wahrscheinlich 80-90% des Geschäfts, das du theoretisch machen könntest, auf der Strecke liegen lassen. Ja? Also du nimmst einfach nur die absoluten low-hanging fruit, die sofort Ja sagen oder relativ schnell Ja sagen. Aber ich kann eins verraten, mein größter Kunde, den ich jemals hatte, den habe ich mit 3 Anrufen habe ich den abgeschlossen. Das war aber mehr oder weniger Zufall, weil gerade in dem Moment sie gekauft wurden von einem großen Autohersteller und dann hatten sie gerade in dem Moment eben einen Haufen Budget und so weiter. Es war halt einfach Zufall. Aber andere, wirklich auch sehr, sehr namhafte Kunden, die ich gewonnen habe, die habe ich gewonnen, indem ich quasi über 1-2 Jahre teilweise immer wieder dran geblieben bin. Also 2 Jahre meines Lebens, also nicht jeden Tag, 8 Stunden, aber immer wieder E-Mail, immer wieder angerufen. Über 2 Jahre hinweg fast, 1,5-2 Jahre waren das. Und dann habe ich sie als Kunden gewonnen und dann haben wir 1 Jahr lang miteinander zusammengearbeitet. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gearbeitet, ging aus verschiedenen Gründen nicht. Aber letztendlich 2 Jahre, ja, auf der Wiedervorlage, um dann 1 Jahr lang ein Projekt zu machen. Ja, Ausdauer, extremst wichtig. Ja, extremst wichtig. Es ist häufig auch die Hartnäckigkeit, aber die höfliche Hartnäckigkeit, die dann gewinnt. Ja, und dabei geht es jetzt nicht darum, Leute auf die Nerven zu gehen. Okay? Das auch ganz stark voneinander trennen. Okay? Und das Dritte, und das ist wahrscheinlich das, was den meisten fehlt und da, wo es dann wirklich daran liegt, dass sie nicht genug Umsatz machen, nicht genug Kohle machen, und das ist Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist so eine Sache, das Wort an sich ist eigentlich schon ein bisschen zu häufig benutzt. Also wollen wir es nochmal ganz kurz auseinanderlegen, das Wort Vertrauen. Selbstvertrauen bedeutet Vertrauen in dich selbst. Was meine ich damit? Habe ich letztens schon ein Video gemacht. Ich habe das so häufig, dass ich mit Kunden, die selber keine Kaltakquise machen wollen, also keine Coaches sind, die wollen das einfach nicht, die wollen es abgeben, beziehungsweise die haben ihre Leute, aber die reichen nicht aus, dann geben sie uns als verlängerte Werkbank sozusagen Agent-Based Business, dann, dass wir für die noch zusätzlich Leads machen, für mehrere Monate oder sogar Jahre. Und das habe ich häufig auch bei kleineren Firmen. Und da ist es häufig so, dass es eben meistens die kleineren Firmen sind und das hat einen Grund, dass die noch kleiner sind, Inhaber geführt, so richtiger ITler halt, ne, so ein richtiger Techie-Typ. Ich kann mich erinnern, aus München, Sendling, so ein IT-Security vor ein paar Jahren, da war das ganz besonders. Und das war eigentlich einer, der kam aus dem Balkan, also so ein richtiger, ich weiß es nicht mehr genau, welches Land, aber irgendwo aus dem Balkan, und das sind eigentlich Leute, die sind eigentlich nicht unbedingt, also denen mangelt es eigentlich nicht, grundsätzlich nicht an Selbstbewusstsein, ja. Aber in dem Fall war das halt so ein introvertierter Techie, und ich konnte denen quasi wirklich Leads vor die Füße legen, die schon gekauft hatten. Also es ging nur noch darum, dass mein Kunde, in dem Fall der Geschäftsführer, die Unterschrift leistet und sagt, okay, lass uns den Vertrag machen.
Und dann hat er immer wieder im letzten Sales Call Mittel und Wege gefunden, dem Kunden proaktiv auszureden, dass er jetzt bei ihm kauft. Also wenn ich da nicht selber dabei gewesen wäre, ich hätte es nicht geglaubt. Ja, und der Grund, warum er mich ja beauftragt hat, war ja, dass er mehr Geld brauchte, also mehr Umsatz, mehr Kunden. Und der hatte so ein krasses Selbstwertproblem, dass der mittlerweile, das ist schon ein paar Jahre wieder her, sein Büro auflösen musste. Ja, ich konnte ihm einfach nicht helfen. Also ich kann auch nicht jedem helfen. Ich kann auch nicht jemanden mit Gewalt quasi ein Selbstwertgefühl aufbauen. Ja, also das geht natürlich auch nicht. Also das war so mein krassestes, extremstes Beispiel, das ich jemals hatte bis jetzt. Und wenn du Issues hast mit deinem Selbstwertgefühl, je nachdem, jeder hat da Probleme ein bisschen, mal zweifelt, ein paar Selbstzweifel ab und zu sind ganz okay. Ja? Sonst wären wir alle irgendwie so ein bisschen narzisstisch veranlagt. Aber wenn du, je nachdem wie stark ausgeprägt, du kannst Leute haben, die vor dir sitzen und quasi mit dem Stift in der Hand den Vertrag schon unterzeichnen. Du kannst natürlich, wenn du krasse Selbstzweifel hast, dann immer wieder einen Weg finden, jetzt zu sagen, ja, aber es ist irgendwie doch noch nicht so weit und was weiß ich. Ja? Also ich habe es wirklich echt krass erlebt. Arbeite an deinem Selbstvertrauen. Vertraue in dir selbst und nur dann, und desto mehr du in dir selbst vertraust, desto leichter wird auch dann die Neukundengewinnung und alles andere, was darauf aufbaut. Also, das sind sozusagen die drei Eigenschaften. Wirklich, also total vereinfacht natürlich hier, klar. Ich habe mir wirklich lange jetzt überlegt, mindestens 5 Minuten, überlegt, wie ich dieses Video machen soll. Soll ich es wirklich so einfach zusammenstampfen? Ja, habe ich mir gedacht, okay, mache ich das. Ja. Denn es gibt natürlich noch eine Menge mehr Eigenschaften, die dir dabei helfen, erfolgreich zu werden. Aber letztendlich, unterm Strich, und wenn ich mal ganz ehrlich unter uns bin, habe ich dieses Video jetzt halt gemacht, weil ich vorhin gerade in ein paar Google-Accounts reingeschaut habe. Und Google hat doch wieder diese Masken geändert, also die GUI, wieder komplett verändert. Ja. Und mir kommt da mal so ein Hals. Weißt, und Google ist halt einfach so eine Sache. Google ist so eine übermächtige Organisation. Ich liebe Google über alles normalerweise. Ja? Also wie gesagt, ich bin ja auch SEO-Experte gewesen, jahrzehntelang und so weiter. Und ich finde Google auch viel besser wie Microsoft. Und ich bin absoluter Techie mit Herz auch. Ja? Und ich liebe Technologiefirmen und alles. Ja? Da drüben ist gerade auf dem Balkon. Ich bin ja quasi im Büro, aber da drüben ist Wohnviertel. Servus, grüß dich. Und aber in so Momenten, wo einfach so eine idiotische Firma wie Google, ja, alles wieder verändert und du musst wieder dich erst wieder da reindenken und so weiter, und da ist wirklich null Mehrwert. Das heißt, ich brauche jetzt wieder eine halbe Stunde, 2 Stunden, wie lange auch immer, um mich mit dem gleichen Scheißdreck wieder genauso auszukennen wie vorher schon. Und letztendlich ist alles genauso wie vorher, nur halt anders. Und ich habe dadurch aber jetzt wirklich nicht wirklich irgendwie einen Mehrwert. Und dadurch ist die Leiste links und das oben nicht mehr. Und das, was da oben war dann, ist dann links unten und es klappt dann auf. Ist es jetzt geiler? Nein, weil ich bin ja nicht dran gewöhnt. Jetzt muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Und das ist wieder ein zusätzlicher Aufwand. Und das kotzt mich so unfassbar an, ja, dass ich mich jetzt wieder an ein neues Scheiß-Tool gewöhnen muss. Ja, Gott sei Dank gibt es Leute, die mir dazu arbeiten, die das den ganzen Scheiß-Tag machen. Und ich Gott sei Dank nicht. Auf jeden Fall, Kaltakquise, ein Telefonhörer in die Hand nehmen. Okay, das Telefon hat sich auch geändert, aber es hat sich die letzten 20, 30 Jahre, ist vom Prinzip her immer das Gleiche geblieben. Es gibt nichts Dankbares als die Fähigkeit, durch Direktvertrieb sich Kunden zu holen, ja, Kundengewinnung zu machen per Telefon, meinetwegen auch E-Mails und so weiter, das hat sich auch nicht, ja, also... Oder auch vor Ort Besuche oder was weiß ich. Auf jeden Fall so ein paar Oldschool-Skills, die sich einfach nicht so schnell permanent irgendwas wieder verändert, wieder was verändert. Ja, wieder ein Algorithmus hat sich verändert, diese Scheiße, das Scheiße. Ja, come on, guys. Ja, die ganzen Online-Marketing-Agenturen, die freuen sich, weil dann haben sie wieder einen Hebel, dass sie wieder sagen können, ja, wir wissen, die sind jetzt die Super-Freaks und Geeks und hier und von dort und da, die und babubi bam. Ja, alles klar, Mann. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, ciao.